Die Beauty News. Ratgeber Schönheitschirurgie mit Professor Mang. Alles, was Sie über Schönheitsoperationen wissen sollten. Prominenz, Wellness, Schönheit. Die Beauty News. Ästhetische Chirurgie mit Professor Mang. Die Beauty News. Thema: Unterlidkorrektur. Nie mehr Tränensäcke. Die sogenannte Tränensackoperation ist die häufigste Operation beim Mann ab dem 45. Lebensjahr und kann lang anhaltende und gute Ergebnisse erzielen. Vor dem Eingriff wird eine Kochsalzlösung mit Lokalanästhesie eingespritzt. Danach schneidet der Operateur exakt 1 bis 2 mm unter dem Wimpernrand, sodass bei guter Heilung keinerlei Narben entstehen. Nach der vorsichtigen Hautentfernung wird die Wunde mit einem ganz dünnen Faden verschlossen. Der Faden wird bereits nach 3 Tagen wieder entfernt. Nach der Operation wird die kleine Wunde mit einem Steri-Strip geklebt. Der Patient kann anschließend gleich wieder sehen und es behindern ihn keine störenden Verbände. Für wen ist die Operation geeignet? Die Unterlidkorrektur ist die am häufigsten durchgeführte Operation bei Männern ab dem 45. Lebensjahr. Der Eingriff dauert 45 Minuten und erzielt eine große Wirkung. Bei Frauen wird dieser Eingriff ab dem 40. Lebensjahr durchgeführt, meist in Kombination mit einer Oberlidkorrektur. Damit erreicht man einen strahlenden Gesichtsausdruck und schöne Augen. Ist es schmerzhaft? Was sind die Risiken? Der Eingriff wird im Dämmerschlaf ausgeführt und ist kaum schmerzhaft. Die Operation ist von einem geübten Operateur ausgeführt, äußerst risikoarm. Dagegen können bei einem nicht geübten Operateur als Folge hängender Augenlider, Augenfehlstellungen und tränende Augen auftreten. Der Operateur braucht eine große Erfahrung, damit nichts passiert. Wie soll ich mich danach verhalten? Wie lange hält es? Die Tränensäcke kommen nicht wieder. Das Operationsergebnis hält fast lebenslang. Diese Operation ist ein relativ kleiner Eingriff und es wird damit eine große Wirkung erzielt. Das Operationsgebiet wird für 24 Stunden gekühlt und anschließend mit einer Salbe gepflegt. 3 bis 4 Tage Ruhe unterstützen den Heilungsprozess. Nach 8 Tagen sind bereits wieder berufliche und private Aktivitäten möglich. Ebenso auch Sport, Sauna und starke Sonneneinstrahlung sollten Sie für 4 Wochen vermeiden. Die Unterlidkorrektur. Ab dem 40. Lebensjahr für einen strahlenden Gesichtsausdruck. Diese wird meist mit einer Oberlidkorrektur verbunden. Die Unterlidkorrektur wird im Dämmerschlaf ausgeführt. Bei einem erfahrenen Chirurgen bestehen kaum Risiken. Vorsicht vor nicht geübten Operateuren, sonst kann es zu Augenfehlstellungen kommen. Der Eingriff hält ein Leben lang. Die Tränensäcke kommen nicht mehr wieder. Die Wunde wird 24 Stunden gekühlt. Die Fadenentfernung erfolgt nach 4 Tagen. Nach 8 Tagen kann man wieder arbeiten und Sport treiben. Die Beauty News. Ratgeber Schönheitschirurgie mit Professor Mang. Alles, was Sie über Schönheitsoperationen wissen sollten. Prominenz. Wellness. Schönheit. Ästhetische Chirurgie aktuell mit Professor Mang. Die Beauty News.